Bei dieser Folge von Update beschäftigen wir uns mit technischen Innovationen und interessanten Start-ups. Denn unsere Sendung trägt ja auch den Beinamen Das Innovationsmagazin. Erfinder und Erfinderinnen sind immer helle Köpfchen. Aber das alleine reicht nicht aus. Man muss die Ideen auch in die Tat umsetzen können. Wir stellen Ihnen Innovationen vor, sprechen mit kreativen Köpfen und werfen zusammen mit unserer Expertin einen Blick auf die Start-ups unserer Region. Zu diesem Zweck nehme ich Sie jetzt mit in unser Update-Studio. So, jetzt sind wir in unserem Update-Studio angelangt. An meiner Seite unsere Expertin Ursula Chloé. Und die Ursula, die ist auch Expertin für Startups. Und zwar, ich durfte 2020 für euch moderieren fürs E4-Festival, damals noch E4-Festival. Und da ging es um den Transforming Mobility Award. Und der war ja für Startups. Das heißt, du kennst dich mit Startups auch richtig gut aus, oder? Ich kenne mich gut aus, ja. Wir haben diesen Startup Award aufgesetzt, 2019, das erste Mal. Im Rahmen vom E4-Festival, um auch so ein bisschen ja, die Tür Richtung Zukunft aufzumachen, um da auch so zu zeigen, was denn da abseits der Automobil- oder Fahrradindustrie an Ideen generiert wird, wie die Mobilität von morgen und übermorgen aussehen kann. Und wir haben die Schirmherrschaft von Verkehrsminister Winfried Herrmann, Baden-Württemberg, gewinnen können, was uns sehr freut. Und ja, hatten viele Bewerbungen, haben dann Finalisten ausgesucht, die sich präsentieren konnten in Pitches und die dann da ihre Ideen präsentiert haben. Und wir planen das Gleiche jetzt für dieses Jahr wieder. Letztes Jahr haben wir pausiert. Dieses Jahr wird es den Award wiedergeben, beziehungsweise eine größere Veranstaltung. Ich bin jetzt im Gespräch auch mit dem Ministerium, wie wir das aufziehen können, weil die Idee ist, auch die Finalisten und die Preisträger von den letzten beiden Jahren einzuladen, weil einige davon jetzt auch in Pilotprojekten verankert sind, ihre Ideen jetzt auch schon in der Realität testen und es ja auch spannend ist zu erfahren, wie sich die ganze Sache entwickelt hat. Ja, das stimmt. Also ich war damals sehr beeindruckt, was die jungen Herrschaften da alles auf die Beine gestellt haben. Und du hast meine Frage schon beantwortet. Ich wollte nämlich fragen, wird es das dieses Jahr wieder geben? Und ganz toll ist es natürlich, wenn die anderen danach zukommen. Ich bin ganz gespannt. Genau, also wir scouten auch neue Startups. Wer jetzt zuschaut und sich bewerben möchte auf die E4-Festival-Webseite gehen, da gibt es eine extra Unterseite für den Award. Wir werden die Bewerbungsphase, ich denke mal so Anfang, Mitte Juli anschieben und dann kann man da seine Unterlagen hochladen und wir freuen uns über Bewerbungen und ich bin gespannt, was wir da zu sehen kriegen. Ja, ich auch. Aber was ist denn überhaupt ein Startup? Also erklär mal irgendwie, worum es da eigentlich geht. Ja, das ist eine gute Frage, Tanja. Es gibt nämlich ja, eine ganze Bandbreite. Ne? Also als Startup gilt im Prinzip auch jemand, der einfach im stillen Kämmerlein eine Idee hat und dann in der Garage oder im Keller anfängt zu tüfteln und da eine Idee oder einen Prototypen oder zumindest mal eine Skizze von der ersten Idee präsentieren kann. Mhm. Also der kann sich bei uns, bei unserem Startup auch, Award auch bewerben. Das geht über Studentengruppen, die im Rahmen von Hochschulprojekten Ideen entwickeln und dann überlegen, das weiterzutreiben, bis hin zu großen Unternehmen, die eigene Innovationslabore haben, wo sie Ideen entwickeln. Und dann, wenn man merkt, es kann erfolgreich sein am Markt, dann gibt es eine Ausgründung. Also die Bandbreite ist groß. Insofern gibt es nicht die Definition. Man kann es auch noch über die Anzahl der Jahre definieren, dass man sagen kann, okay, alles unter 5 Jahre oder unter 10 Jahre gilt noch als Startup. Wer länger am Markt ist und schon gezeigt hat, dass er da Bestand haben kann, gilt nicht mehr als Startup, aber das wird auch unterschiedlich definiert. Also auch bei Ministerien beispielsweise unterschiedlich definiert. Ja. Ja, und du hast was gesagt mit Pitch vorhin, das wollte ich schon immer mal begreifen. Was hat es damit auf sich? Ein Pitch ist im Prinzip eine Präsentation der Idee. Ja. Und da gibt es auch wieder eine ganze Bandbreite. Es gibt den sogenannten Elevator-Pitch, das kommt von dieser Idee her. Elevator-Fahrstuhl. Mhm. Ich muss innerhalb von 2 Minuten zwischen Erdgeschoss und 10. Stock sagen, worum es bei meiner Idee eigentlich geht. Ja, und dann gibt es, gerade bei so Awards, gibt es dann zeitliche Vorgaben, dass man sagt, ihr müsst in 2 Minuten, in 5 Minuten, in 8 Minuten eure Idee und euer Team präsentieren. Ja. Und entsprechend die Ideen so rüberbringen. Dann gibt es auch Investoren-Pitches, also wo ich dann sozusagen den Fokus drauf lege, weil ich Geld einwerben muss für meine Idee. Die Schwerpunkte sind unterschiedlich, aber es geht letztendlich immer um die Präsentation der Innovation. Doch, das klingt aber spannend, mein lieber Mann. Wenn ich jetzt in 5 Minuten irgendwas sagen müsste und dann auch noch in Konkurrenz mit anderen, wäre ich ganz schön aufgeregt. Ja, das sind, glaube ich, auch alle.
Und die Fördermöglichkeiten, ihr habt das ja auch, ne? Also ihr habt mit diesem Transforming Mobility Award, ist es ja so, dass sie was gewinnen können, ne? Das ist immer ein Preisgeld dabei? Nein, also wir haben kein Preisgeld. Wir haben uns explizit dagegen entschieden, in Absprache auch mit dem Ministerium. Was wir bieten, ist Vernetzung in die Industrie. Wenn man Industriepartner sucht, wir bieten Beratung, was jetzt Marketing, Vertrieb angeht, Teamführung, Erstellung eines Businessplans. Da haben wir entsprechende Spezialisten in unserem Netzwerk. Ein Teil davon machen wir selber und ein Teil vermitteln wir dann. Das heißt, unsere Preisträger kriegen dann kostenfrei über ein Jahr hinweg Beratungsleistung letztendlich, was ja auch ein Gegenwert hat. Allerdings, ja, genau. Das ist nämlich, glaube ich, manchmal sogar fast wichtiger, als wenn man einfach nur 20.000 Euro gewinnt und dann gar nicht weiß, wie man dann damit weitermachen soll, ohne Unterstützung und ohne eben die richtige Verknüpfung, wie du es gerade gesagt hast. Gibt es irgendetwas, was man unbedingt beachten sollte, wenn man jetzt ein Startup gründen möchte? Also so ganz generell würde ich sagen, möglichst früh mit der potenziellen Zielgruppe sprechen, also mit denjenigen, die das hinterher mal nutzen sollen oder kaufen sollen oder leasen oder mieten, was auch immer, um möglichst früh zu erfahren, ob man auf dem richtigen Weg ist. Weil oft ist es so, dass wenn man eine Idee verfolgt, gerade auch wenn es eine technische Idee ist, dann doch sehr in die Tiefe geht, weil man einfach Expertin oder Experte ist und gar nicht mehr sozusagen die Nutzerseite im Blick hat. Und da ist es wichtig, dass man ganz früh sozusagen guckt, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Und was ich auch wichtig finde, ist, sich möglichst früh mit Experten und Expertinnen zu vernetzen, die so als Mentoren einen auch begleiten können, auch sagen können, da musst du jetzt noch ein bisschen nachschärfen oder ich vermittle dich mal mit demjenigen oder derjenigen, die können dir da weiterhelfen. Ja, damit das nicht irgendwie ein Fass ohne Boden ist und man am Ende gar nicht so weiß, wo das alles überhaupt hinführen soll. Ne? Dass man vielleicht auch rechtzeitig die Reißleine ziehen kann und sagen kann, wenn's vielleicht doch nicht so. Oder vielleicht ist man auch zu früh. Genau, ja? Das kann ja auch passieren. Ja. Gibt es noch irgendwas ganz Wichtiges, was wir jetzt alle wissen sollten? Oder wir haben relativ viel schon beantwortet. Wir haben relativ viel schon beantwortet, ja. Genau. Ja. Dann danke ich dir sehr für deine Expertise wieder mal. Ich darf ja nachher noch mit einem Kollegen von dir sprechen. Da geht es dann um das E4 Testival. Seien Sie gespannt. Und ich nehme Sie nachher auch noch mit zu einem Ausflug zu einem Startup. Ich habe Ihnen ja versprochen, liebe Zuschauer, dass wir uns eine technische Innovation anschauen und wir sind jetzt hier an einem geheimnisvollen Ort mitten in Mannheim. An meiner Seite Johannes Falk, der Geschäftsführer von The Wall. Richtig? Hallo. Hallo und herzlich willkommen an unserem geheimnisvollen Ort. Genau. Und auf der anderen Seite haben wir Kiana, die wird uns gleich einiges zeigen zu diesem wunderbaren, ich sag mal, geheimnisvollen Teil hinter uns. Ich frage nämlich jetzt, was hat es mit The Wall auf sich? Ja, The Wall ist eigentlich eine spannende Geschichte, hat eine gewisse Historie. Also der Hintergrund ist, wir haben eigentlich vor 2 Jahren angefangen und hatten ein Rückwandsystem mit einer stromführenden Schiene. Die hatten wir entwickelt und haben uns gedacht, Mensch, eigentlich ist es spannend, wenn es heute keine Kabel mehr gibt. Die Zukunft ist in unseren Augen kabellos. Kabel stören überall und sind nie schön, können gar nicht schön sein. Und dann haben wir uns überlegt, Mensch, wie kriegen wir das hin, dass wir in Rückwandsystemen, weil Wände gibt es überall, kabellose Funktionen haben. Licht haben, Lademöglichkeiten, auch zukünftig der Rasierapparat kann angesteckt werden an die Wand, das Rührgerät, eigentlich für alle Lebensbereiche vom Badezimmer übers Wohnzimmer bis natürlich klassisch in unseren Küchenbereich rein, auf Basis einer stromführenden Schiene ein spezielles System zu entwickeln. So ist der Hintergrund von The Wall und so ist es eigentlich erwachsen. Ja. Und das ist jetzt nicht besonders schwierig, ne? Kiana, zeig uns mal, wenn man das irgendwie austauscht, alles, diese ganzen einzelnen Elemente, genau. Also das ist jetzt kein großartiges Hexenwerk, ne? Das kriegt man einfach hin. Genau, das ist eigentlich ein Plug-and-Play-System. Das heißt, der Kunde konfiguriert seine Oberfläche. Wir sind inzwischen ganz breit aufgestellt, sind bei verschiedensten Händlern unterwegs, haben in Deutschland inzwischen im letzten Jahr 500 neue Händler dazu gewonnen, haben große Vertriebsunterstützung bekommen mit tollen Firmen wie Lechner, wie Decker, also große Player, die eigentlich aus der Welt der Arbeitsplatten oder des Wohn-Interior-Bereichs kommen, die so begeistert vom System waren, dass sie es uns mit vertreiben. Und der Kunde, Plug and Play, kann die Wand selber sogar installieren und kann dann alles entsprechend konfigurieren, über den Shop auch so
konfektionieren und unter 300 Artikeln momentan sich die schönsten Artikel raussuchen, die für ihn am besten passen und für seinen Einsatzbereich am besten passen. Genau, da sind wir schon bei Plug and Play. Ganz kurz, es gibt einen Online-Shop, ne? Und da findet man auch wirklich alles, was man jetzt hier im Hintergrund sieht. Mhm. Ja? Okay, also ist natürlich perfekt, dann kann man sich das alles zusammenstellen. Jetzt ist die Montage dieser Wand schwierig oder kriegt man das ganz einfach hin? Ist das schnell gemacht? Das ist sehr, sehr einfach und schnell. Es sind zwei Haken und dann wird die Wand eingeklickt. Also es ist ein sehr, sehr einfaches, modulares System. Das heißt, auch wenn man größere Wandabwicklungen verkleiden will mit Stein, mit Keramik, hat man eigentlich eine sehr, sehr gute Basis, wo man Wände aneinander reihen kann. Ich habe, glaube ich, vorhin mit dir auch darüber geredet, dass man das zum Beispiel auch im Büro einsetzen könnte. Ne? Da haben wir eigentlich ein eigenes System, nennt sich Bird, weil es einen geschwungenen Fuß hat, dieses System, was man zwischen Schreibtische als Schallschutzmodule mitstellen kann, was dann auch wieder die Stromschiene integriert hat, damit man dort Lämpchen, Lichtthemen fokussieren kann. Wir entwickeln gerade mit Artemide zusammen ein eigenes Lampenmodul, dass wir dort den Designklassiker Tolomeo aufstecken können und haben eigentlich ganz spannende Partner. Rösle macht für uns das Küchenzubehör mit und unterstützt uns da. Dekor Walter für den Badbereich stellt uns da Produkte zur Verfügung und unterstützt uns und supportet uns. Also da haben wir eigentlich tolle Partner gewonnen, die uns da unterstützen und helfen. Und du zeigst mir nachher noch ganz genau, wie das hier alles funktioniert. Aber ich habe auch gesehen, man kann hier das Handy aufladen. Man könnte jetzt, wenn es ein E-Bike wäre, auch das E-Bike aufladen, ne? Und diverse andere Dinge. Wie kommst du damit zurecht? Ist das für dich einfach? Ganz easy, ganz plug and play. Ja. Einfach rein und raus. Mhm. Ganz super simpel. Man kann hier auch die Spots bewegen, nach vorne in die Richtung, wo man das haben möchte. Also wirklich kein Hexenwerk, ne? Kann jeder bedienen. Hey, super. Jetzt noch eine Frage. Wie ist so der Kostenpunkt von The Wall? Also los geht's, würde ich mal sagen, bei den kleinsten Wandmodulen mit einer Stromschiene drin, die dann in Laminaten sind oder Holzoberflächen, vielleicht so 600-700 Euro. Und nach oben sind aber keine Grenzen gesetzt. In Naturstein, in Keramik kann man machen, was man will. Genau. Für uns ist es natürlich immer ganz spannend eigentlich, wenn wir so über die Produktzukunft nachdenken. Bei uns spielt ganz viel so eine Rolle, wo wir sagen, eigentlich, was ist magisch für den Kunden? Das heißt, das sieht man hier hinten ganz gut, dass es eigentlich bei uns geht, wenn wir Magnetismus einsetzen oder haben, dass wir dann immer sagen, wir wollen das halt speziell haben und wollen spezielle Elemente und Module haben, die für den Kunden sehr einfach zu handhaben sind und die aber anders aussehen als eine klassische Messermagnetleiste. Das heißt, unsere Zukunft ist einfach immer ohne Kabel, ist sehr viel Magnetismus und viele Überraschungen, die noch dazukommen. Genau. Ich habe jetzt auch gesehen, da unten gibt es auch alle möglichen Stecker, ne? Also für alles, was man irgendwie so braucht im Leben. Genau. Also von den klassischen USB-Steckern haben wir natürlich über landesspezifisch, brauchen wir immer die speziellen Steckdosen für jedes Land und dort kann man wirklich aus einer großen Range landestypisch sich dann entsprechend mit allen Steckmodulen und Möglichkeiten, da sind wir mit Evoline und Schulze Elektrotechnik, die sind spezialisiert auf dieses Thema, haben wir einfach auch einen Partner gewonnen, der uns speziell schöne Sachen da macht und entwickelt extra für uns. So, aber ihr seid ein Start-up, richtig? Oder mittlerweile schon keins mehr? Genau dazwischen. Genau. Also, das heißt, wir leiden manchmal noch an diesen kleinen Start-up-Themen, sind aber, sage ich mal, inzwischen schon so etabliert im Markt. Also ich denke, wir haben ja inzwischen rund 700, 600 Kunden insgesamt, haben allein im letzten Jahr 500 Kunden dazu gewonnen, haben Häuser wie den XXX-Lutz, der uns entsprechend da vertritt und vertreibt. Und dadurch, würde ich sagen, sind wir genau dazwischen. Also leiden noch ein bisschen an den Aufbaugeschichten, freuen uns aber auch jeden Tag über tolle Partner. Insofern ist es irgendwo die Mitte, würde ich sagen. So, ich habe gesehen auf eurer Homepage, ihr habt aber auch einige Awards gewonnen. Was bedeutet das für euch? Das ist natürlich eine tolle Ehrung. Also grundsätzlich, wenn man so anfängt und wir hatten ja jetzt nicht vor, einen Designklassiker zu entwickeln oder sowas. Und wenn man dann plötzlich merkt, wir haben den Iconic Award, den Red Dot Award, wir haben, ich glaube, 5 oder 6 Awards inzwischen gewonnen. Und es ist schon eine... Ja, einfach eine Ehrung. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Wenn man so organisch sich etwas entwickelt und es hat sich keiner hingestellt und gesagt hat, wir machen jetzt morgen The Wall und so muss es aussehen, sondern irgendwie kam jeden Tag was dazu und das macht auch einen gewissen Charme. Und wenn man dann so eine Auszeichnung hat als Best of the Best, ich will es nur so sagen, Best of the Best, ja, und Gold Award und sowas, ja, also eigentlich immer die höchsten Auszeichnungen in den Awards, ist natürlich auch wirklich eine Ehre für uns, muss man einfach so sagen. Ja. Also vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du unbedingt sagen möchtest, unseren Zuschauern? Euch herzlichen Dank. Also ich freue mich sehr, wenn ihr zuschaut und freuen uns natürlich besonders, dass wir die Ehre haben, auch hier gefilmt zu werden. Ist doppelt und dreifach schön für uns.
Man kann es kaufen. Also als kleiner Tipp noch, als abschließender kleiner Tipp. Ja, genau. Wunderbar. Nee, dann reihum herzlichen Dank. Vielen Dank für euren Besuch. Großartig am geheimen Ort in Mannheim. Genau. Ja. Sämtliche Informationen findet ihr natürlich zu The Wall. Wir haben die Website-Adresse wieder eingeblendet, also einfach drauf stöbern und dann geht's los. Dann können Sie sich erst, also wirklich erstklassig erkundigen. Und jetzt, Kiana, du wolltest auch noch was sagen? Ihr könnt uns gerne auch Social Media, vor allem Instagram, folgen, um die Neuigkeiten mitzubekommen von unserer innovativen Wall. So, wir sind mit Update wieder unterwegs und ich habe die unglaubliche super Gelegenheit, in einem E-Car zu sitzen. Jetzt ist das Besondere hier, das hat zwei Lenkräder und ich frage mich gerade, wie das geht. Also, dass man zu zweit da drin fahren kann, okay, aber wenn der eine nach rechts und der andere nach links lenkt, das ist doch dann schon wirklich ein bisschen skurril. Aber ich habe das große Glück, gleich jemanden zu interviewen und zwar an der E-Kartbahn auf dem Hockenheimring und der wird mir bestimmt erklären, wie das hier überhaupt alles funktioniert. So, ich bin jetzt auf der E-Kartbahn des Hockenheimrings angelangt. An meiner Seite ist Benjamin Engel, der betreut das Ganze hier. Benjamin, ich war gerade eben in dem E-Kart mit den zwei Lenkrädern. Wie funktioniert das? Das ist ganz einfach und zwar funktioniert nur ein Lenkrad von den beiden. Das zweite ist nur zur Show, damit unsere kleinen Gäste auch mal eine Runde mitfahren können. Das ist auch ziemlich gut und ziemlich logisch, weil die Kleinen, die dürfen ja noch nicht so selber fahren. Man darf ab 14 fahren, richtig? Genau, ab 14 Jahren. Genau. Und wenn ich jetzt hier fahren will, was muss ich tun, damit ich diese E-Card nutzen kann? Um hier zu fahren, muss man sich online ein Ticket buchen und dann kann man uns hier ganz einfach besuchen und eine schöne Zeit genießen. So, und wir haben jetzt hier im Hintergrund, haben wir jetzt diese Kartbahn, aber man kann auch noch da draußen auf dem Hockenheimring fahren, oder? Genau, und zwar gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Wir haben eine E-Kart-Tour, nennt sich das Ganze. Das ist eine Mischung aus klassischer Führung und E-Kart-Erlebnis. Dort zeigen wir unseren Kunden den Hockenheimring im Kart. Das heißt, es wird über die Grand Prix-Strecke gefahren und alles wird von einem Guide erklärt. Also das ist ja richtig super. Das heißt, Sie als Firma können hier quasi anfragen und dann haben Sie ein einzigartiges Erlebnis. Und E-Kart, macht das einen Sound oder ist das ganz still? Wir haben dort Soundgeneratoren verbaut, die dem Kunden das Ganze ein bisschen erleichtern sollten und auch ein bisschen so den Motorsport-Feeling doch noch ein bisschen herbringen an der Location. Ja, das denke ich mir, weil man ist es ja doch eigentlich gewöhnt, dass es einen Sound macht. Also ich würde es wahrscheinlich auch ein bisschen seltsam finden, dass es quasi kein Geräusch macht. Und ich darf es gleich ausprobieren, oder? Darf ich mal? Genau, wir fahren gleich noch eine Runde. Okay. Ansonsten ist es aber wahrscheinlich ganz einfach, das zu nutzen. Also man muss jetzt nicht was Spezielles können, außer eben das Alter von 14 zu haben. Und gibt es sonst irgendwelche Einschränkungen? Wir haben noch eine Mindestgröße, aber ansonsten sind die tatsächlich sehr einstiegsfreundlich. Ist auch ein Riesenvorteil gegenüber Verbrennerkarts, weil ich kann mir jetzt nirgendwo auszusehen die Hand verbrennen, wenn ich an den Motor komme. Das ist wirklich ganz einfach. Okay, super. Also wir haben die Website-Adresse eingeblendet. Wenn Sie weitere Informationen haben wollen, gehen Sie doch mal drauf und stöbern da. Und wir beide, wir fahren jetzt eine Runde, oder? Okay, super. Das Fahrerlebnis mit einem E-Kart ist einfach genial. Ohne Gestank und Krach hat man trotzdem unglaublich Spaß beim Beschleunigen. Für weitere Infos zu der E-Kartbahn gehen Sie doch mal auf e-kart.emodrom-group.com.
So, liebe Zuschauer, wie bereits versprochen, sind wir mit Update unterwegs und zwar auf dem ehrwürdigen Hockenheimring. Da unten wird auch fleißig gefahren und an meiner Seite ist Alexander Nieland. Wir sprechen über die 24-Stunden-E-Competition in Kooperation mit dem ADAC, richtig? Genau, richtig. Die 24-Stunden-E-Competition ist ein Wettbewerb ja der ganz besonderen Art, nämlich gilt es hier über 24 Stunden mit einem Elektroauto die meisten Runden zu fahren. So, und was ist das Besondere daran? Das Besondere ist, dass es also einerseits 100% elektrisch angetriebene Fahrzeuge sind. Das heißt, es dürfen keine Hybride mitfahren, die zusätzlich noch einen Verbrennungsmotor haben. Und das Besondere ist, es sind Serienfahrzeuge. Das heißt, da ist kein Tuning dabei, da sind keine besonderen Modifikationen für Rennautos, sondern wirklich so, wie es aus dem Autohaus kommt, gilt es eben über 24 Stunden die meisten Runden zu fahren. Und das Team gewinnt dann entsprechend. Und wir haben eine entsprechende Aufteilung gemacht, dass wir einerseits in Klassen starten, das heißt, dass es auch fair zugeht, kleine Autos, große Autos, viel Akkukapazität, wenig, das heißt, da gibt es verschiedene Klassen und es wird aber natürlich auch einen Gesamtsieger geben, über alle Klassen hinweg. Und ja, was ist noch besonders? Man muss natürlich auch laden in diesen 24 Stunden, logischerweise. Und da haben wir natürlich faire Bedingungen. Das heißt, jeder hat die gleichen Bedingungen. Das heißt, man darf mit maximal 22 Kilowattstunden laden, mehr nicht. Und dadurch gibt es keine technischen Vorteile, sondern am Ende kommt es eben auf Strategie und vor allem das Fahren natürlich, das effiziente Fahren. Und das ist so, dass man sich quasi mit der Firma sozusagen da irgendwie einloggen könnte, beziehungsweise man kann sich bewerben und dann darf man einfach mitfahren. Wie genau funktioniert das? Also übers Internet oder schreiben die Sie an oder wie? Genau, also wir haben unsere Internet-Website, die 24ecompetition.com. Da kann man ein Team registrieren. Vielleicht ganz kurz, was braucht man eigentlich an Voraussetzungen? Also die Fahrer müssen natürlich einen Führerschein haben, das ist klar. So ein Team darf maximal 10 Personen haben. Es müssen oder dürfen maximal 6 Fahrer sein. Man muss auch wissen, man braucht mehrere Fahrer, weil ein Fahrer darf eben höchstens 2 Stunden am Stück fahren. Ja, wir schreiben natürlich den Sicherheitsgedanken auch sehr hoch. Und natürlich gibt es dann vor Ort entsprechende Einweisungen auch. Viele fahren ja auch dann zum ersten Mal auf so einer Rennstrecke, auch wenn man nicht schnell fährt, aber kommt es natürlich darauf an, die Sicherheitsbestimmung einzuhalten. Aber letztendlich man kann sich als Privatteam genauso wie auch als Firmenteam anmelden. Auf der Homepage kann man sich entsprechend registrieren, das Team melden. Und ja, dann kann es starten am 10. Dezember. Also total spannend, eine absolute Premiere. Ich würde da auch wahnsinnig gerne mitmachen. Ich bin jetzt aber zum Beispiel ich bin noch nie E-Mobil gefahren. Das wäre ja dann zum Beispiel auch mal total interessant, auch um es auszuprobieren. Jetzt haben wir hier hinten im Hintergrund ja gerade Flitzer rumflitzen und die hören wir ganz gut. Ist das dann da total leise? Es ist völlig anders. Also jeder, der bei sowas natürlich, der hört Hockenheimring, der hört 24-Stunden-Wettbewerb, der denkt an das klassische Rennformat. Ja, laut, schnell, Abgase, die man riecht, auch mal den einen oder anderen Ausrutscher. Das ist bei uns völlig anders, weil schnelles Fahren ist nicht der Weg, nicht die Strategie zum Ziel, ja, nicht zum Sieg sozusagen, sondern es geht darum, eben möglichst effizient zu fahren. Natürlich hilft es einem auch nicht, wenn man jetzt mit 10 km/h über den Grand Prix-Kurs fährt, sondern man muss einen Mittelweg finden. Nicht zu viel verbrauchen, aber natürlich Strecke machen. Und das Ganze ist völlig leise. Also man hört kein Reifenquietschen, man hört keine Motoren. Und das ist im ersten Augenblick für klassische Motorsportkenner völlig befremdlich. Aber das ist das Neue und das Spannende daran. Ja. Ja. Also ich werde da auf jeden Fall dabei sein, werde es mir anschauen. Ich hoffe, Sie auch, liebe Zuschauer, weil das ist wirklich super spannend. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Gibt es irgendwelche wichtigen Informationen, die man noch wissen muss, wenn man daran teilhaben möchte oder teilnehmen möchte? Oder noch irgendwelche besonderen Informationen, die Sie jetzt weitergeben wollen? Letztendlich, ich habe schon ein paar Punkte gesagt. Also man muss ein Team zusammenstellen. Es sollte mindestens eben 6 Personen stark sein. Mindestalter 18 Jahre. Dann, was man wissen sollte, man kann natürlich ein bisschen trainieren. Also man braucht ein
ein Elektrofahrzeug sozusagen. Ja. Und wenn man das kennt, ist es natürlich gut, ja, weil jedes ist ein bisschen anders und man muss natürlich dieses effiziente Fahren üben entsprechend. Und ansonsten, ja, zählt der Team Spirit sozusagen. Ja. Es geht über 24 Stunden, ist man, ja, zusammen wach. Ja, gut, genau. Natürlich, da muss man sich abwechseln, da muss der eine mal schlafen, der andere fährt. Dann gibt es natürlich den Team-Support aus der Box heraus. Und aber letztendlich, ja. Hauptsache Spaß. Genau, Hauptsache, ja, Spaß, Strategie, Spannung. Und wer mitmachen möchte, gerne auf unsere Website kommen, 24ecompetition.com, Team registrieren und dann alles Weitere folgt sozusagen. Ja. Also die E-Mail-Adresse haben wir auch nochmal eingeblendet. Wenn Sie Interesse daran haben, unbedingt auch mal auf die Homepage gehen, ja, und sich dort erkundigen, wie das alles abläuft und wie das weitergeht. Ich würde sagen, wir von Anixe, ich gucke mal meine Kameraleute an hier, wir machen da auch mit. Dann wissen wir Bescheid, dann können wir auch gleich darüber berichten, das wäre doch toll. Ja. Vielen Dank, dass ich Sie interviewen durfte. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Dankeschön. Bis bald, hoffe ich. Ein Start-up-Unternehmen oder kurz Start-up ist eine Unternehmensgründung mit einer Geschäftsidee und hohem Wachstumspotenzial. Oft haben die Start-ups es dabei mit einem jungen oder noch nicht existierenden Markt zu tun und müssen erst ein funktionierendes Geschäftsmodell finden. Ehemalige Start-ups bewahren sich mitunter die erfolgreichen Ansätze von Start-ups wie Innovationsfähigkeit, Flexibilität, Modernität und flache Hierarchien. Ich hoffe, Ihnen hat der Ausflug in die Welt der innovativen Startups gefallen und der oder die ein oder andere hat sich wieder gute Ideen zu eigen gemacht. Die Welt der E-Mobilität, technischer Innovationen und erneuerbarer Energien ist bunt und vielfältig. Deshalb schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein.